laute Fernverkehrsstraße, über die wir Markdorf verlassen haben, liegt jetzt hinter uns. Und daher hier aus dem schönen grünen Wald mit zwitschernden Vögeln mein morgendliches Hallo zu euch nach Haus. Und damit ist der Startpunkt in unsere letzte Etappe auf deutschem Boden quasi gesetzt. Wir laufen heute von Markdorf nach Konstanz. Es ist gleichzeitig der Start in unser Pilgerjahr 2023. Ich werde später noch ein bisschen was dazu sagen, was wir uns dieses Jahr vorgenommen haben. Ja, wir sind noch etwas übernächtigt, um nicht zu sagen hundemüde. 21:30 ging gestern der Zug in Berlin. Kurz vor 8 waren wir hier. Wir hatten uns zwar erste Klasse gegönnt, in der Annahme, gut schlafen zu können, aber ach nee. Nee. Mit meinen langen Beinen irgendwo hakste immer. Das war nichts. Also, ja, egal. Wir werden die Müdigkeit heute weglaufen. Es ist eine sehr schöne Startetappe. Wir laufen jetzt von Markdorf bis Meersburg, ca. 11,5 Kilometer. Eigentlich rollen wir mehr oder weniger auch nur den Berg runter zum Bodensee. Setzen dann mit der Fähre rüber über den Bodensee nach Konstanz und dann sind es nochmal roundabout 4 Kilometer und dann sind wir schon quasi am Tagesziel. Ich denke mal, das schaffen wir heute auch trotz Müdigkeit. Ich freue mich drauf. Das Wetter ist so lala. Bewölkt, okay, damit kann ich leben. Es soll heute auch nicht regnen. Aber es ist verdammt kalt und windig. Ja, aber gut, wenn wir uns bewegen, werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Gut, wir laufen jetzt erstmal ein paar Schritte und dann gibt es nochmal genaueres über unsere Pilgerabsichten in diesem Jahr. Ja, mit einiger Besorgnis hatte ich die letzten Tage im Netz von zu Hause verfolgt, was hier für Regengüsse runtergegangen sind. Also wirklich Güsse, 20 Liter pro Quadratmeter und das über Stunden. Ja, Gott sei Dank ist seit gestern hier Ruhe. Heute zieht noch eine Riesenfront hier durch, aber östlich vom Bodensee über Bregenz, da haben wir echt Glück. Das ist nicht weit weg von hier. Aber der Boden ist wirklich sehr, sehr aufgeweicht und im Moment laufen wir noch auf, naja, so Schotterwegen, da geht's. Aber wenn du von denen runter musst, kann das eine durchaus matschige Angelegenheit werden. Hoffen wir mal nicht. Mensch, gerade sage ich es noch und jetzt, ja, sehen wir aus wie die Trüffelschweine. Die Jugendherberge in Konstanz wird sich heute freuen. Wa, Julia? Ja, die Wege werden immer abenteuerlicher. Wir haben ja einen tollen Weg nach links und einen tollen Weg nach rechts, aber wir müssen da lang. Richtig abenteuerlich, Mensch, ja. Oh, ja. Also wenn das jetzt die 6 Kilometer so weitergeht, dann Halleluja.
Ja, Mensch, unsere letzte Etappe auf deutschem Boden. Ein bisschen Wehmut schwingt mit, weil ich Deutschland wirklich als Pilgerland sehr lieb gewonnen habe. Wir haben es nun von Frankfurt Oder bis Konstanz quasi durchlaufen, also einmal diagonal durch. Das ist schon ein ganz schöner Kanten gewesen. Ich will heute Abend mal durchrechnen, wie viele Kilometer, wie viele Etappen. Morgen werde ich euch das sagen. Für mich jetzt gleich mal der Zeitpunkt, um euch von unseren Pilgeraktivitäten dieses Jahres zu berichten. Ich hatte es ja vor uns angekündigt. Morgen geht es in die Schweiz. Wir wollen jetzt noch 4 Tage durch die Schweiz wandern. Also morgen geht es nach Amlikon, Fisching, Rapperswil-Jona und Einsiedeln. Dann müssen wir leider wieder ein bisschen arbeiten gehen. Aber im Sommer wollen wir unseren ganzen Jahresurlaub, also 3 Wochen lang, uns zu Fuß durch die Schweiz bis nach Genf bewegen. Also es wird ein ganz schöner Kanten. Ich glaube, die Schweiz hat so gute 400, 430 Kilometer. Ja, haben wir uns vorgenommen. Also, wird ein spannendes Pilgerjahr. Und jetzt noch ein kleiner Berg und dann hoffe ich, dass wir langsam den Bodensee sehen. Ja, bin ja schon neugierig. Mensch, soll nämlich nur noch 2 Kilometer so in etwa bis Meersburg sein. Auf geht's! Jawohl, da ist er, der Bodensee. Ich denke mal, ihr werdet ihn auf dem Video nicht sehen, aber da ganz unten im Tal ist er klar zu erkennen. Der erste Kontakt zum Bodensee, schön. Nichts für große Leute. Na, das war doch mal eine nette Idee. Mensch, so ein schönes, altes, großes Weinfass zu einer Schutzhütte umgebaut. Also reingekrochen sind wir jetzt nicht, weil das ist was für kleinere Leute. Klar, bei Regen hätte ich es genutzt, aber nee. Wir haben jetzt Meersburg vor Augen und brauchen keinen Schutz, also weiter. Aber wie gesagt, schöne Idee, hat mir gefallen.
Wir stehen jetzt hier am Fährableger in Meersburg, um nach Konstanz überzusetzen. Leute, ich muss euch sagen, Meersburg ist ein Traum. Dass es schön wird, habe ich gewusst. Ich habe ja schon im Buch ein bisschen gelesen, aber es hat meine Erwartungen bei Weitem übertroffen. Überall Fachwerk, eine mediterrane Atmosphäre, es ist herrlich. Gut, jetzt geht's rüber nach Konstanz. Seit 2-3 Jahren weiß ich ja, dass wir diese Fähre nehmen werden. Und seit 2-3 Jahren, es ist komisch, habe ich diese Fährüberfahrt bei herrlichem Sonnenschein vor Augen. Und nun guckt es euch an, heute früh noch trübe, die Sonne ist raus und genauso wie ich es mir erträumt habe, wird jetzt diese schöne, hoffentlich Fährüberfahrt nach Konstanz erfolgen. Es werden die letzten Meter fast in Deutschland sein. Wir werden sie noch mal genießen, also seid mit dabei. Wir haben den Bodensee passiert, sind jetzt in Konstanz angekommen, der Vollständigkeit halber. Das Fährticket kostet pro Person 3,60 Euro zu Fuß. Die Fähre braucht eine Viertelstunde über den See und fährt in einer Viertelstundentaktung. Also man hat hier wirklich keine langen Wartezeiten. Ankommen, einsteigen, losfahren und eine Viertelstunde später drüben sein. Gut, jetzt geht's zur Jugendherberge. Die ist hier nämlich relativ nah um die Ecke und da wollen wir erstmal unser Gepäck loswerden und dann geht es die letzten Kilometer nach Konstanz rein. Die letzten Worte des Tages gibt es aus meiner Koje. Wir hatten es vor uns Tatsache so gemacht, wir sind von der Fähre direkt hier zur Jugendherberge. Das war einfach mal günstiger, als wenn wir jetzt mit dem Rucksack runter nach Konstanz, dann mit dem Rucksack wieder hoch.
Also erstmal hierher, uns frisch gemacht, Rucksack, alle Tier gelassen und uns dann nach Konstanz im wahrsten Sinne des Wortes runtergequält. Wir sind heute echt platt. Also das hat eigentlich schon keinen Spaß mehr gemacht in Konstanz. Die meiste Zeit haben wir vertrollert, weil wir uns heute schon die Schweizer SIM-Card geholt haben, weil ja bekanntlich in der Schweiz das Telefonieren oder das Nutzen vom Handy sehr teuer ist. Ja, das ist eine recht umständliche Sache und da waren wir auch ganz froh, dass der Herr uns im Laden eigentlich das alles organisiert hat mit Ausweis, einscannen und so weiter und so weiter. Gut, das hat jetzt geklappt, so können wir morgen deutlich schneller auf Tour gehen. Was heute ein bisschen ärgerlich war, in Münster, was sehr schön ist, gab es keine Stempel mehr. Also wir sind heute Tatsache ungestempelt und das ist ein untragbarer Zustand. Wir haben in Münster noch zwei andere Pilgerinnen getroffen. Die eine, das ist ganz witzig, kam wie wir aus Frankfurt-Oder, ist allerdings nicht unseren Weg gelaufen, sondern über, was war das, Leipzig-Nürnberg, war? Ja, über Leipzig und Nürnberg ist die hierher gelaufen. Und das Ganze nonstop in 6 Wochen. Also die hat uns erzählt, sie ist jetzt ganz junge Rentnerin, hat sich das schon lange vorgenommen und ist jetzt die 1000 Kilometer in 6 Wochen gelaufen. Da haben wir auch erstmal gestutzt, weil bei uns war es deutlich mehr. Also dieser Leipziger Weg scheint kürzer zu sein. Aber egal, unser war dafür schöner. Gut, für heute reicht's. Morgen geht's weiter über die Staatsgrenze nach Amlikon und bis dahin gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht.